Culture Berlin Shopping Guide. Wir sind zurück mit einer neuen Folge. Diesmal mit dabei der Kollege Nico Heimer. Gute. Gute, was geht ab? Heute in der Keine-Kohle-Version. AKA 1. FC Köln unterwegs auf dem Transfermarkt auf Burgi-Geld. Ist so. Insi-Mode ist da aktiviert worden, auf jeden Fall bei den Kölnern. Ja, viel Geld steht nicht zur Verfügung. Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass während wir hier aufnehmen, nicht doch noch eine Transfersperre reinkracht und alles, was wir hier gerade machen, obsolet ist. Aber viele Kölner halten sie für nicht ganz unwahrscheinlich, dass die Transfersperre kommen könnte. Nichtsdestotrotz. Sollte sie kommen, sollte sie nur spät genug kommen, damit das Video schon vielleicht eine Woche oder zwei raus ist, dann ist mir alles egal. Wir wollen nämlich mal schauen, wenn der FC denn dürfte, was sollte er tun? Dass der FC was tun muss, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Ja. Das liegt definitiv auf der Hand. Die Entwicklung des 1. FC Köln ist seit, ich würde sagen, mindestens anderthalb Jahren rückläufig. Und das kann natürlich nicht das Ziel sein. Und wir mussten uns ja so ein bisschen überlegen, was machen wir. Es gibt ja das Gerücht, ob Dejan Ljubicic in diesem Winter noch verkauft werden würde. Das würde natürlich gemacht werden, um neues Transferbudget freizuschaufeln. Wir glauben beide, dass wir ihn nicht verkaufen müssen, um unsere Spieler zu holen. Also ich komme, glaube ich, sehr günstig weg. Selbst bei dem, was man so am unteren Ende festgezurrt hat, 3 Millionen Euro, müsste ich noch drunter sein. Also auch weil ich mit einer Laie arbeite, kann ich schon mal vorweg sagen, das hilft mir ein kleines bisschen. Ja. Wir haben mitgebracht beide, sowohl einen zentralen Mittelfeldspieler als auch einen neuen Stürmer. Bei dir geht der Stürmer zu Ungunsten von Davy Selke in die Mannschaft. Das ist eine große Entscheidung. Ja, so ist es. Darüber reden wir dann gleich noch ein bisschen. Ich kann dazu übrigens sagen, Dejan Ljubicic habe ich zwar nicht verkauft, er spielt aber erstmal trotzdem nicht. Er spielt jetzt erstmal keine Rolle. Ja. Aber ja, der 1. FC Köln, wie kommen wir da rein? Also ganz klar ist, sie haben Elias Skiri verloren. Genau. Und sie haben ihn bislang nicht ersetzt. Es kam ein junger Mann aus Dänemark, 22 Jahre alt, von dem man dachte, er könnte zumindest im Mittelfeld eine Rolle einnehmen, hat bisher aber gar keine Rolle gespielt. Es ist ein bisschen rätselhaft, warum, aber er spielt nicht. Und klar ist, der FC möchte noch jemanden holen. Und ich glaube auch, dass das wahrscheinlich die wichtigste Position ist, weil wenn man die letzten FC-Spiele geschaut hat, wie wir zum Beispiel beide das Spiel gegen Freiburg, das Problem ist einfach, selbst wenn Davy Selke Tore schießen wollen würde, er kriegt keine Bälle, um das zu tun. No service. Weil, no service einfach. Weil der FC gar nicht erst bei ihm ankommt mit Ball in irgendeiner konstruktiven Art und Weise. Ich habe genau den Ansatz gewählt. Ich wollte nämlich wissen, um meinen Sechser, meinen Mittelfeldspieler zu finden, wollte ich wissen, was ist passiert beim 1. FC Köln in den letzten anderthalb Jahren. Und die einfachste Lösung ist natürlich zu sagen, die schießen keine Tore mehr. Mhm. Ne? Du kannst so sagen, ja, ist richtig, aber das hat meistens einen Grund. Und die auffälligste Sache ist natürlich, dass das immense Pressing vom 1. FC Köln verloren gegangen ist. Ich habe einen Artikel vom 21. Januar 2022. Da geht es darum, das war ja die Saison, als der 1. FC Köln sich für Europa qualifiziert hat. Sein Team erlaubt die wenigsten Pässe, 7,66 des gegnerischen Teams, bis zu einer eigenen Defensivaktion. Sie üben am zweithäufigsten Druck auf den Ballführenden im Angriffsdrittel aus und haben dort die zweithäufigsten Ballgewinne über Tacklings, Entschuldigung. Das Ganze ist aus Januar 22. Die Passive-Defensive-Action liegen knapp bei 15 jetzt. Da ist man nicht mehr in der Top 10 der Liga. In keiner einzigen Pressing-Statistik ist man in der Top 10 der Liga. Und das ist natürlich damit eine Sache klar. Wenn du die Ballgewinne oben nicht mehr hast, ne, weil du es einfach nicht hinbekommst, das umzusetzen, aber die ganze Zeit versuchst und super hoch schiebst, kassierst du Gegentore, dann wirst du unsicher. Und was dann, egal wie sehr Steffen Baumgart an der Seitenlinie rumrumpelt, stießchend, passiert ist, die Spieler rücken natürlich automatisch ein bisschen nach hinten, weil sie eben keinen Bock mehr haben, die ganze Zeit 3 gegen 2, 4 gegen 2 zu spielen. Und du hast zwei Möglichkeiten, wie ich finde, das anzugehen. Erstens, entweder du gehst zurück zu einem erfolgreichen Pressing, zu einer höheren Intensität, schaffst wieder mehr Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte und hast dadurch gar nicht so oft die Aufgabe, den großen Raum bis nach vorne überbrücken zu müssen. Oder du besorgst dir Spieler, die dir mehr dabei helfen können, effizienter dabei sind, größere Räume zu überbrücken und vielleicht über Umschaltspiel nach vorne zu kommen und dann eben aus der Tiefe wieder zu kontern. Die durchschnittlichen Ballgewinne vom FC sind heute, wenn man quasi ein Drittel eines Halbfelds tiefer, als sie es waren in der Saison. Und ich habe den Ansatz gewählt, dass ich das ehemals funktionierende System gerne wieder aufbauen würde. Halte ich für einen ehrenwerten Ansatz. Ich habe ihn nicht gewählt. Bei mir geht es tatsächlich eher in die Richtung, aus der Art und Weise, wie man aktuell spielt, mehr rauszuholen über vor allem zentral einen Spieler, der dir eine Passqualität gibt und eine progressive Passqualität, die die Chancen erhöht, dass der 1. FC Köln also wenn sie den Ball tief gewinnen, wieder besser nach vorne kommt, besser umschalten kann und da wieder einen besseren Weg ins letzte Drittel findet. Wir können jetzt mal nach dem ganzen Geplänkel reinstarten. Mir ist egal, wer loslegt. Ich fange gerne an.
Ich habe also nach einem Sechser geschaut, der defensiv solide ist, denn das ist das A und O. Der es aber gelernt hat, Pressing aus dem Mittelfeld zu dirigieren und seine Jungs anzuleiten, hohe Ballgewinne zu erzwingen. Und da habe ich einen jungen Mann gefunden, der aus der Ajax-Jugend stammt. Der ist in Spanien geboren, ist als junger Mann in die Niederlande gewechselt. War in der Ajax U19 Kapitän vor Jurrien Timber zum Beispiel. Und der einzige Grund, warum er es bei Ajax nicht geschafft hat, war, und das ist ein Problem, dass man hier direkt nochmal sagen kann, das besteht noch immer, er hat nicht ganz die Top-Athletik. Das ist so ein bisschen, die Endgeschwindigkeit ist so ein bisschen das Problem. Aber, also, ist nicht ideal, aber der erste FC Köln hat mit Erik Martell ein absolutes Physis-Monster im Mittelfeld. Einen physischen Freak im Mittelfeld. Ja. Das muss reichen, um sowas im Zweifelsfall kompensieren zu können. Und ich habe ihn auch genau, wie man hier sieht, neben Erik Martell eingeplant. Und dann machen wir ernst. Er spielt bei den Go Ahead Eagles und er trägt den Namen, und ich glaube, wir haben wirklich noch wenig gehört, Erik Lanzamer Böse. Nee. Guter Name aber. Erstmal, ja. Also Enrik Lanzamer, nicht Langsamer, sondern Lanzamer Böse. Kann Innenverteidiger 6 und 8 spielen, ist giftig gegen den Ball, aber eben sehr strukturierter mit. Paar Statistiken. Das Ganze prozentual im Vergleich zu den Top 5 liegen, sprich die FB-Ref-Statistik. Ich habe ihn zwar in unserem Scouting-Tool rausgesucht, aber dann diese Statistiken gewählt, weil ich es einfach immer schöner finde, um das ein bisschen darzustellen. Top 4 gewonnene Zweikämpfe, Top 1 geblockte Bälle, Top 15% immer gewonnene Kopfbälle, Top 21 geklärte Bälle. Das Ganze kombiniert mit Top 8% raumgewinnende Pässe, Top 20% versuchte Pässe und Top 14% raumgewinnenden Ballbesitz. Ist in den letzten Wochen hat er sich wieder in die Mannschaft gespielt. Er wollte im Sommer sehr, sehr gerne gehen. Da wäre es zu Andorra gegangen, also zweite spanische Liga. Ja. Da hat er einen großen Fan nämlich. Der hört auf den Namen Gerard Piqué. Mhm. Und Piqué hat aus privatem Geld eine Million hingelegt. Aber da hat man gesagt, das reicht nicht. Allerdings hat er dann im Laufe der Hinrunde seinen Stammplatz erst verloren. Jetzt zwar wieder erobert, hat aber relativ klar gesagt, dass er den Verein gerne verlassen würde. Im Vergleich zu Erik Martell bringt er nicht ganz die Defensivstatistiken mit, aber da muss man auch sagen, die bringt natürlich fast niemand mit. Ja. Die sind einfach brutal. Und er ist eben ein Spieler, der es gewohnt war, mit Ajax Amsterdam aus dem Mittelfeld zu dirigieren, hohe Ballbesitze zu erzwingen und dann schnell in Richtung gegnerisches Tor zu spielen. Und deshalb ist mein Mann fürs Mittelfeld, von dem ich glaube, dass er für circa 1,5 Millionen Euro zu haben wäre, Enrik Lanzamer Böse. Draufgeschrieben hast du nur? Lanzamer, weil das ist das Ziel gekriegt. Okay, Lanzamer. Wäre ein guter Flock schon mal, finde ich. Also den würden einige kaufen. Super cleverer Spieler. Macht auch viel seiner fehlenden Athletik wett durch einfach, dass er versteht, wann er was machen muss. Okay. Kurioserweise haben wir beide einen Spieler aus derselben Liga geholt. Denn auch der Mann, den ich fürs Mittelfeld mitgebracht habe, spielt in der Eredivisie. Allerdings bei einem anderen Verein, beim SC Heerenveen. Und hört auf den Namen Tom Hay oder Tom Hay. Ja. Das lassen wir mal offen an der Stelle. Der ist 1,87 groß, 28 Jahre alt. Und wir suchen, wenn wir Elias Kiri ersetzen wollen, der in seiner letzten Saison beim FC eigentlich ein Spieler war, der auf alle Phasen des Spiels Einfluss genommen hat, suchen wir jemanden, der das auch kann. Der in allen Phasen des Spiels, das heißt erstes Drittel hier im Zentrum, aber auch im letzten Drittel, im Angriffsdrittel, einen Beitrag leisten kann. Ihr seht jetzt hier eingeblendet, wo Tom Hay überall am Ball ist und wie das im Verhältnis ist zu anderen Mittelfeldspielern, die mit ihm verglichen werden. Da seht ihr erstmal die Gesamtmenge an Kontakten, die er im Spiel hat. Top 5%, defensives Drittel Top 11%, im Spielzentrum Top 7%, Top 18% im Angriffsdrittel, nicht so wahnsinnig viele Kontakte im Strafraum, aber eben jemand, der eigentlich überall mit dabei ist, überall aktiv ist. Ich lege ihn mal schon mal aufs Feld. Mhm. Ich habe mich lustigerweise heute mit dem Spieler beschäftigt, aber nicht dafür. Dazu kommen wir gleich, warum das passiert ist. Ah, ja. Okay, sehr, sehr spannend, weil der ist super stark im progressiven Passspiel. Ihr seht, das ist eine weitere Statistik hier eingeblendet oder ein weiteres Kuchendiagramm, eine Art Radar von diesem Spieler eben. Und ihr seht hier, alles, was blau ist, ist sehr, sehr gut. Und das sind die Perzentile, wo er abschneidet im Vergleich mit Eredivisie-Mittelfeldspielern diese Saison. Er ist Top 3% für progressive Pässe, Top 3% für Progressive Carries, also Ballschleppen nach vorne, Top 6% für Genauigkeit nach langen Pässen und Top 3% für Shot Assists, also vorbereitete Abschlüsse. Und bringt dann dazu noch einfach wirklich sehr solide Qualitäten mit allgemeinem Passspiel bei Tackles und Interceptions combined, also kombiniert Zweikämpfe und Interceptions.
Interceptions, ist er auch in den Top 20%, also ordentlich ein Defensivwert, einfach ein sehr, sehr runder Spieler. Wenn ich jetzt einen Vergleich anstellen müsste mit Elias Skiri, würde ich sagen, dass Skiri der defensiv stärkere von beiden definitiv war und auch der torgefährlichere, der in der Box mehr Schaden angerichtet hat. Aber ich glaube, was Chancenkreierung angeht, was Progressivität aus dem Mittelfeld heraus angeht, wäre Haidar die bessere Alternative. Und ich bin der Meinung, so gut wie Erik Martell gegen den Ball ist, kannst du dir auch leisten, nicht jemanden daneben haben zu müssen, der genauso gut sein muss wie Elias Skiri in diesem Bereich. Das ist zumindest meine Meinung. Es ist fast unmöglich. Wenn du bei unserem Scouting-Tool Y-Scout versuchst, die Ballgewinne von Elias Skiri zu matchen, bist du ziemlich allein auf weiter Flur hinter dem Namen Elias Skiri. Oder in einem sehr, sehr hochpreisigen Segment unterwegs, was für den ersten FC Köln keine realistische Option ist. Und Tom Hay wäre ja relativ günstig wahrscheinlich, weil Vertrag bis 2024 und im Sommer war bereits Toulouse an ihm interessiert. Mhm. Und das ist in meinen Augen ein gutes Zeichen, weil Toulouse scoutet relativ gut für ihre Verhältnisse, haben unter anderem damals aus der Eredivisie Branko van den Boom geholt, der ja absolut eingeschlagen ist. Und wenn Toulouse interessiert ist, würde ich das schon mal als gutes Zeichen werten. Und der Spieler hat selber im Sommer noch gesagt, er könnte sich durchaus vorstellen, nochmal einen Schritt von Heerenveen wegzumachen, einen weiteren Karriereschritt. Also eine Qualität. 28 Jahre alt? 28, genau. Ja. Ist jetzt keiner, den du weiterentwickelst und teuer weiterverkaufst. Aber aktuell geht es ja auch darum, einfach sportlich dich zu stabilisieren und in der akuten Situation jemanden zu haben, der weiterhilft. Eine Qualität, die bei Skiri man nicht vergessen darf: Skiri hat fast immer gespielt. Skiri war fast immer fit. Best Ability is Availability. Tom Hay hat in den letzten 3 Saisons im Schnitt pro Saison 33 Ligaspiele in der Startelf gemacht. Also auch von dem kann man erwarten, dass er verfügbar ist. Und was ich schon gesagt, Vertrag bis 2024, halbes Jahr Restvertrag noch, da könnte eine richtig gute Opportunity sein. Deswegen habe ich gesagt, vielleicht auch da 1,5 Millionen Euro. Transfermarkt sagt Marktwert 3 Millionen. Vielleicht kriegst du da ein bisschen Rabatt, damit Heerenveen sagt, ey, Hauptsache, wir nehmen noch ein bisschen Kohle für den Spieler mit. Ja, ich habe es gerade eben nicht gesagt. Lanzana ist 22 Jahre alt. Ich glaube aber, ich weiß nicht, wie viel Entwicklungspotenzial noch bei ihm drin steckt, weil der lebt jetzt schon komplett davon, dass er ein sehr, sehr cleverer Spieler ist. Und da weiß ich nicht, wie viel da noch passieren wird. Aber ja, Tom Hayes, sehr, sehr spannend. Und ich kann ja sagen, warum ich mich mit ihm beschäftigt habe. Denn mein Stürmer hat letztes Jahr mit ihm zusammengespielt. Ah. Soll ich einfach losbrechen? Ja, mach ruhig, ja. Okay, warte, lass mich gleich mal wieder rübergehen. Also, es fiel mir relativ einfach, das Profil für den Sechser zu finden. Ja. Ne? Beim Stürmer habe ich mich ein bisschen schwerer getan, weil mein Gedanke war, zuallererst mal wollte ich einen Spieler finden, der mit Davy Selke agiert, so wie du. Mhm. Und das haben wir ja in der Vergangenheit auch gesehen. Ne? Wir haben Thielmann mit Modest häufiger mal gesehen. Allerdings hatte man da eben auch, du hast gerade schon gesagt, Elias Skiri im Kader, der wirklich in großen Phasen dieser Saison alleinigen Sechser gegeben hat. Mit Ljubicic von rechts, der ein bisschen geholfen hat, aber wirklich unglaublich eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Du hast das damals schon immer gesagt, ich musste aus heutiger Sicht noch darüber nachdenken, dass er beim ersten FC Köln mit dieser Harakiri-Truppe, wie die halt gespielt hat, den alleinigen Sechser gegeben hat, ist einfach Wahnsinn. Aber zurück zum Stürmer. Der FC greift über die Flügel an, das ist kein Geheimnis. Sie lieben die Flanke. Zweitmeisten Flanken in der Liga, sie haben die 11 meisten Cutbacks und ich habe nach einem Spieler geschaut, der ziemlich genau die verwertet. Der Gedanke dabei war, also Cutbacks für alle, die es nicht wissen, ist natürlich eine Hereingabe, die quasi gegen die Cutback. Genau, ja, stimmt, das kenne ich ja. Wo dieser Typ ein Cutback von Kaka war. Ja. Also ist quasi ein Pass vom Flügel gegen die eigentliche Richtung des Spiels in den Rückraum des 16ers. Und der Gedanke ist, dass du einen Stürmer hast, der eine Flanke natürlich vorne abnehmen kann, aber der sich auch mal fallen lässt. Und mit Waldschmidt, potenziell auch Marc Uth, hast du ja Spieler, die durchaus auch ins Zentrum mal situativ aufrücken können. So, der Mann trägt einen großen Namen und der Mann steht bei Bologna unter Vertrag und ist komplett außen vor. Sidney van Hooijdonk. Es ist der Sohn von Pierre. Ah, ja. Es ist genau wie sein Vater ein wunderbarer Standardschütze, aber obendrauf ein richtiges Strafraumungeheuer. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich hatte ihn bei OneFootball 5 Transfers für Werder Bremen vor 3 Jahren dabei. In diesem Sommer hat er einen Transfer zu Werder Bremen abgesagt, weil er von Heerenveen zurück zu Bologna ging und sich da durchsetzen will. Jetzt mal ganz kurz zu dem, was er bis jetzt geleistet hat. Also, Diese Saison 113 Minuten Serie A, seit Sommer 21 ist er da, hat nie wirklich eine Chance bekommen. Wenn er Chancen bekommen hat, hat er immer geliefert. Letzte Saison
Vize-Torschützenkönig in der Serie A. 16 Tore hinter Xavi Simons und Dubinas. In der Eredivisie, ne? In der Eredivisie, ja. Nicht, ja. Serie A nicht gespielt letzte Saison. jeder einzelne Treffer innerhalb des 16ers. Sehr gut, Boxmonster. Das ist wirklich Cutback und Kopfbälle. Hast du schon gesagt, wie groß er ist? 1,90. Okay. Also, jetzt kommt das Lustige ist nämlich, ich habe den also in unserem Scouting-Tour rausgesucht und ich mag den Typen eh. Ich habe den vor Jahren irgendwann mal, sage ich ganz offen, bei FM gehabt, vor 5 Jahren oder sowas. Und ich mag einfach das Spielerprofil, weil es ein sehr kompletter Stürmer ist. Hat linker Flügel gespielt in seiner Karriere, hat rechter Flügel gespielt, ist aber ganz klar ein Zentrumspieler, einfach wegen seiner 1,90. Und man muss auch sagen, er sieht pretty goofy aus, wenn er ins Dribbling geht, einfach weil er einen ziemlich mächtigen Körper hat. Letzte Saison also mit 16 Treffern Vize-Torschützenkönig und ich bin mal durchgegangen. Er ist natürlich nicht so kopfballstark wie Davy Selke zum Beispiel, das ist aber fast niemand. Ist aber insgesamt der bessere Allrounder, würde ich mal behaupten. Ist besser im 1 gegen 1 und ist ein deutlich besserer Abschlussspieler. Und wenn er in seiner Karriere Vertrauen bekommen hat, hat er immer genetzt. Erst als Teenager hat er bei Neck Breda in der zweiten Liga sein Debüt gegeben. 25 Einsätze, meistens von der Bank, 6 Tore, 2 Vorlagen. Dann Stammspieler mit 19, 15 Tore, 2 Vorlagen in der zweiten Liga. Dann in der Eredivisie 13 Spiele, 6 Tore. Und dann jetzt eben nach Ausleihe 33 Spiele, 16 Tore. Wenn er gespielt hat, hat er immer getroffen. Er kommt bei Bologna, wo es ja sehr, sehr gut läuft, nicht an Zirkzee vorbei. Kann man verstehen. Und die sind gerade dabei, eher einen zweiten Stürmer zu holen, bevor Van Hooijdonk da irgendwie nochmal eine Chance bekommt. Im Sommer wurde er mit Wolfsburg und Bremen, habe ich ja schon erwähnt, in Verbindung gebracht, hat beide abgelehnt, beziehungsweise Wolfsburg hat sich gegen ihn entschieden. Ich bin der Meinung, dass das ein Stürmer ist, der sehr, sehr gut reinpassen würde. Ich glaube, dass man ihn nochmal leihen müsste mit einer Kaufoption. Ich glaube, ein Gesamtpaket von 2, vielleicht sind es 3 Millionen Euro, müsste man aktuell hinlegen. Hat einen Marktwert, muss man dazu sagen, von 6, halte ich aber für großen Quatsch, denn er ist für unter 1 Million zu Bologna gekommen und er kriegt dort keine Chance. Ja. Der ist ihm scheißegal. Keiner. Und Van Hooijdonk, Sidney Van Hooijdonk, nicht nur ein großer Name, sondern auch ein großer Spieler. Wenn du ihn im FBref-Vergleich aufmachst, tauchen in den Top-5-Vergleichen Velis auf, den ich für Milan mitgebracht hatte hier, und Bojan Palo, den ich für Bremen mitgebracht hatte. Du hast einen Typ, kann man sagen. Man könnte sagen, du hast einen Typ auf jeden Fall. Sehr spannend, vor allem, weil du ja dann, also du machst einen riskanten Move insofern, dass du Kölns besten Torschützen bisher aus der Mannschaft rausrotierst. Und er ist nicht der Zielspieler, der Davy Selke ist zum Beispiel. Aber deswegen mein Gedanke war eben, dass man davon ein bisschen wegkommt und versucht, das Ganze wieder auf 21, 22er Beine zu stellen. Ja, ich believe nicht in Harvey Dent, ich believe in Davy Selke. Deswegen bleibt er in meiner Mannschaft drin und ich habe jemanden gesucht, der ihn komplementieren kann. Ja. Oder der ihn zumindest ergänzen kann. Und Davy Selke ist kein mobiler Stürmertyp. Ist nicht jemand, der große Räume abdeckt, der sich mit Dynamik nach außen bewegt. Der hat zwar gegen Freiburg mal probiert aus der Not heraus, aber ist jemand, der eigentlich ein sehr zentraler Fixpunkt ist. Und ich finde, du brauchst jemanden, der wühlen kann um ihn herum. Einen Arbeiter. Sehr gespannt. Aus der Bundesliga. Weil ich muss noch ein bisschen realistisch bleiben, weil ich glaube, wenn man bedenkt, wie Steffen Baumgart tickt, was für Spieler er mag, deutsch sprechende Spieler, dann gibt es, glaube ich, gewisse Limitationen. Ich glaube, Oranje, Niederlande ist noch ein gutes Pflaster, weil da ist die Wahrscheinlichkeit ganz gut, dass irgendwas rüberkommt, dass irgendwas zu vermitteln ist. Es gibt so ein grundlegendes. Genau. Ja. Ein bisschen was kommt einfach an. Und ich habe der Spieler, den ich mitgebracht habe, hat einfach, also sowohl der aufnehmende Verein als auch der Spieler haben sich, glaube ich, nicht ideal entschieden, weil er ist zum exakt falschen Zeitpunkt zur Eintracht Frankfurt gewechselt. Es ist mir gerade hat es geklingelt in der Sekunde. Denn in dem Moment, wo Frankfurt entschieden hat, wir wollen uns zu einer mehr Richtung Ballbesitz orientierten Mannschaft entwickeln, macht es überhaupt keinen Sinn mehr, Jessica Gangkamp zu haben. Und das sieht man auch auf dem Platz. Ja. Er hat ein paar Einsätze gehabt, die waren alle sehr, sehr unglücklich. Er spielt mittlerweile gar keine Rolle mehr eigentlich. Selbst Nacho Ferri ist an ihm vorbeigezogen. Ja. Wenn Mamouche nicht kann, spielt Chaibi im Sturmzentrum. Also er kriegt Einsätze zum Beispiel gegen Aberdeen, wo die Eintracht schon qualifiziert ist. Ja. Das ist ein komplett totes Spiel ist. Da kriegt er Einsatz. Genau. Und die Winterneuzugänge, die kommen werden, oder zumindest ein Stürmer, der mindestens kommen wird, ist ja noch nicht mal da. Das heißt, in der Stürmerhierarchie sieht es bei Frankfurt einfach sehr, sehr schlecht aus. Und ich glaube, mein Gefühl wäre, wenn jemand kommt im Winter, mindestens einer, wäre die SGE zumindest einer temporären Leihe gegenüber auch überhaupt nicht abgeneigt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube eher, dass man fast proaktiv nach Leihpartnern sucht, wenn Jessica Gangkamp. Es sind ja jetzt Stürmer im Anflug bei der Eintracht und sein Stand wird nicht leichter. Ja. Und in Gangkamp, wenn man ihn anschaut, ist technisch viel, viel, viel zu unsauber, um in dieser Frankfurter Mannschaft spielen zu können. Je enger der Raum wird, desto weniger kannst du fast Jessica Gangkamp gebrauchen, weil er einfach, es ist einfach so, die Ballannahmen, die Art und Weise, wie der Pass gespielt wird, Passschärfe, Genauigkeit, das ist alles sehr, sehr unsauber. Vieles davon ist unsauber, definitiv, aber er ist in meinen Augen ein Agent of Chaos. Das ist er. Denn er hat einen
unheimlich brutalen Körper. Also er ist ja 1,84 groß, also kein Riese, aber stabil. Sieht aus, als hätte er die 84 Kilo dazu, was ja. Wir ja immer sagen, wenn sich das angleicht, dann weißt du, dass du mit einem Monster zu tun hast. Unheimlich stämmig, wie ich finde, aber explosiv, antrittsschnell, und ich glaube, genau das sind Qualitäten, die der FC gebrauchen kann. Er hat auch gute Defensivstatistiken, er ist fleißig gegen den Ball, wenn man zumindest jemanden haben möchte, der, wenn Davy Selke das schon nicht kann, zumindest mal situativ hoch anlaufen kann, der nerven kann, der stören kann, dann ist, glaube ich, Jessica Ngankam definitiv keine schlechte Wahl. Der reibt sich auf und wie gesagt, ist kein schlechter Spieler, glaube ich. Ich glaube, man kann aus dem noch was rausformen. Er ist ja auch erst 23 Jahre alt. Aber eben mit der Art und Weise, mit dem Weg, den Frankfurt eingeschlagen hat, ist das nicht der Richtige. Er ist dann gut, wenn er seinen Körper einbringen kann. Hab ja eine Szene mitgebracht aus dem Spiel gegen Köln auch, wo Frankfurt zurückliegt in der 75. und 76. Und es ist eine Flanke von Hauge. Und er nimmt den Ball an mit der Brust, stellt den Körper rein, stellt den Arsch rein, kann man auch sagen, dreht sich um den Gegenspieler und nimmt den sofort in Abschluss. Der wird auf der Linie von Chabot oder vor der Linie von Chabot geklärt und deswegen passiert daraus nichts, aber es ist ein guter Abschluss, den er nimmt. Wenige Kontakte, sofort aufs Tor. Je weniger Kontakte, glaube ich, so im Spiel nach oder im Kombinationsspiel er nehmen muss, desto besser ist es. Zweite Szene ist Kevin Trapp, eben gegen Aberdeen. Abschlag, kurz, aber eben lang nach vorne, ein Gang kam, stellt den Körper rein. Der Gegner prallt förmlich an ihn ab und das ist eine dynamische Situation. Ja. Er nimmt Aaronson mit. Die Eintracht geht dann mit eigentlich 3 gegen 3 Richtung gegnerisches Tor, spielen es am Ende nicht gut aus. Und ich habe euch mal eingeblendet am Ende, wo der Gegenspieler zurückbleibt, den Ngankam mit seinem Körper abgedrängt hat. Also er hat schon einen Körper, der eine Waffe ist. Ja, aber und er hat übrigens eine unglaubliche Endgeschwindigkeit. Ja. Also wirklich unglaubliche Endgeschwindigkeit, der ist brutal schnell. Und für eine Kölner Mannschaft, die eben mittlerweile mehr angewiesen ist, Stand jetzt, so wie sie spielen, auf Umschaltmomente, wäre es vielleicht auch ganz sinnvoll, schnelle Leute zu haben. Weil in der Startelf, die ich jetzt hier habe, Selke läuft niemandem davon, Kainz macht es eigentlich auch nicht und Waldschmidt auch nur bedingt. Du könntest es reinbringen mit Thielmann und mit Meiners Tempo, aber ein Gangkamp würde es eben auch bringen. Und wie gesagt, er ist 23 Jahre alt, Baumgart kann eigentlich ganz gut mit Stürmern arbeiten, wie ich finde. Und es ist definitiv ein Spieler, der auf den Markt kommen dürfte. Und ich glaube, es wäre zumindest vom Gamble her keine unspannende Lösung zu sagen, wir versuchen es einfach mal. Weil ich glaube, wie gesagt, Frankfurt würde... Für die Eintracht wäre das Beste, was passieren könnte, wenn du einen Bundesligist findest, der sagt, wir brauchen einen Stürmer, der wird bei uns die Einsatzzeit auch bekommen. Ja. Und in der Liga halten, ist wirklich, das ist ja traumhaft für die Eintracht. Ja. Also da würden sie nicht Nein sagen. Ich würde sogar so weit gehen, ich sage, egal, ob der bei Köln in der Rückrunde 10 Tore machen würde, in Gang kam, wird kein Frankfurt-Stürmer mehr. Also ist meine These. Ja, vielleicht. Bei den technischen Unzulänglichkeiten. 23 ist er jetzt. Ja, also in die Art und Weise, in die Frankfurt sich entwickelt, wie sie spielen wollen, in meinen Augen, guck dir Marmoush an, guck dir Chaibi an, guck dir die technische Qualität an. Das passt da einfach in meinen Augen nicht rein, aber ich glaube, Köln wäre auch für ihn ein gutes Pflaster, deswegen ist Jessica Ngankam meine Option für den Sturm. Finde ich sehr, sehr schön. Ich hatte, als ich geschaut habe, am Anfang habe ich ja geguckt, wen ich neben Davy Selke stellen kann. Und da ist mir ein weiterer ehemaliger Eintracht-Spieler ist natürlich die ganze Zeit in meinem Kopf gewesen, aber den kriegt man natürlich aktuell nicht. Rafael Santos Boré. Stimmt. Boré wäre vom Profil her traumhaft für Köln, glaube ich. Ja, also, der macht es ja auch mittlerweile, muss man sagen, in Bremen ordentlich. Ja, also, fünf Tore in der Runde neben Marvin Ducksch, kann man nichts sagen. Jessica Ngankam und Hey von Herrenwehen sind deine Transfers. Lanza Omar von den Go-Ahead Eagles und Sidney van Hooijdonk von Bologna habe ich dabei. Yes. Das war damit unser Shopping-Guide für den ersten FC Köln. Man kann sagen, es gibt eigentlich vielleicht so noch mehr Baustellen als die beiden, aber ein Verein, der quasi kein Geld hat, der kann eben nur so und so viel machen. Das sind unsere Transfervorschläge. Gerne mal eure in die Kommentare, was ihr zu unseren sagt. Auch liken und abonnieren nicht vergessen. Und wir sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschö.